Europa ist eine geile Sache und das sieht auch der gute Edgar Pripp so. Mit einer 1,0 ist er hier bewertet worden und ich höre jetzt auf. Die ganze Thematik immer Pripp, Kliche, Pripp, Kliche. Kliche kommt nach und nach, aber Pripp ist noch gesetzt und das zeigt er jetzt immer mehr. Immer wieder, habe ich auch im 3D-Spiel schon gesagt. Deswegen, hier wird so ein bisschen den großen Worten oft noch ein bisschen Lügen gestraft. Aber das ist schön, dass sich solche Spieler durchsetzen, weil sie ja eben auch gewollt sind. Sehr schön, okay. Ich mag es ja sowieso, wenn man einfach an Stammkräfte ein bisschen festhält. Dass er die Kapitänsbinde verliert, liegt einfach nur daran, dass er der, ja, verhältnismäßig schlechteste Führungsspieler ist in der Mannschaft. Aber hat nichts mit seiner Qualität auf dem Platz zu tun. Da macht er eigentlich mittlerweile eine gute Figur. Eigentlich immer wieder mal, ne, ganz klar. Okay, alles klar. Ergebnisse können wir mal reingucken. Wir haben dann unsere Gegner gespielt. Zenit St. Petersburg gewinnt. Das heißt, wir sind auf Platz 2 in dieser Tabelle. Obwohl das nichts zu heißen hat, ich weiß. Ich freue mich tierisch auf das Auswärtsspiel gegen Newcastle United. Das werden wir nochmal drin 3D schauen. Wir werden immer ein Spiel gegen einen Gegner 3D machen und eins dann Textmodus. Um natürlich auch voranzukommen, ist ja ganz klar. Aber das ist schon toll. So, jetzt gegen Bremen zu Hause. Ja, Textmodus, ne? Ihr wisst Bescheid. Gegen die Bremer haben wir schon häufig gespielt, aber glaube ich noch nie gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht. Die sind ja richtig stark aktuell. Wir gucken mal, wo die in der Tabelle stehen. Die sind auf Platz 9. Die sind sogar hinter uns. Aber da könnten wir ja eigentlich uns ein bisschen absetzen, obwohl die eine Stärke haben von 831. Das ist schon ordentlich. Ich glaube, einen Babacar Bengo muss ich da bald rausnehmen, oder? Aber gut, der hat jetzt 2 Punkte gut gemacht. 2 Stärkepunkte mit einem Europa-League-Spiel. No, könnte man den eigentlich so langsam aufbauen, ne? Obwohl, ich denke mal, gegen... Ja gut, wir können die Torleute auch nicht immer zu auswechseln. Deswegen, Tata ist ja fit. Deswegen, gib mal Shailan bitte hier raus. Wir bringen wieder Tata. Das heißt, Bengo ist unser Europa-League-Torwart, ne? Wenn man so möchte. Ne, alles klar, okay. Super, also es hat mir sehr gut gefallen eigentlich, zuletzt in der Bundesliga, was wir abgeliefert haben, gerade gegen Gladbach, jetzt gegen Europa, das war einfach auch vielleicht so ein bisschen der Nervosität geschuldet. Ja, Maiga hat eine bessere Form als Schäfer, obwohl ihr wisst, Schäfer ist verhältnismäßig stärker. Trotzdem halte ich einfach an den formstarken Jungs fest und wir gucken mal, wir bringen Bui den Klappstuhl. Stilic geht wieder in die Zentrale, wie wir das gewohnt sind. Bui geht nach links. Maiga in die Zentrale. Wir gucken mal, wir vergleichen mal die Mannschaften. Ja, die sind auf jeder Position stärker, das kennen wir schon. Mit Arnautovic und Co. Das ist klar. Pogba können wir ja Pizarro zuteilen. Ein anderer wird ja da keine Tore schießen, nehme ich mal an. Außer Marco Marin. Könnte man ja vielleicht Ene Wolzen sogar ranstellen, dass der das da deft. Aber gut, okay. Zentral sind die genauso offen, die spielen fast wie wir, nur offensiver halt mit 2 Flügelstürmern. Unser linkes sowie rechts Mittelfeld ist ja ein bisschen zurückgezogen. Nicht ganz so offensiv. Inosti und die Abwehr ist auch richtig stark. Naldo nur eine 75, hätte ich stärker eingeschätzt. Ganz klar, meiste gelbe Karten. Feldspieler mit bester Durchschnittsnote ist der Innenverteidiger, ja super, der Sokratis. Deswegen, wir spielen mal durch die Mitte. Wir spielen mal durch die Mitte, weil hier der defensive Mann scheint nicht so stark zu sein. Okay. Stil ich nämlich mal die Vorstöße weg. Das lassen wir mal weg. Das macht nur Shan. Das kennen wir ja von ihm. Okay, ansonsten passt alles. Bin gespannt, wie Blitzebogen, wie wir uns da schlagen werden. Es gibt so viele Spiele, wie wir haben dieses Jahr, ne? Wir haben unglaublich viele Spiele, wir haben eine unglaubliche Frequenz. Mal gucken, wie wir uns jetzt zu Hause schlagen im Wildparkstadion gegen Bremer. Wir können auch mal in den Kartenverkauf reingucken. Ihr könnt ja, wie gesagt, schreibt ruhig mal in die Kommentare, es wird ja häufig gesagt, ich kann nicht immer alles kommentieren oder beantworten direkt. Versuch aber so viel wie möglich mit einzubinden, also wenn es jetzt sei, ist jetzt den Safe Game, den Speicherstand, den ich euch hochgeladen habe, dann oder auch diverse Vorschläge, wird ja, ich lese ja eigentlich alles, bloß ich antworte nicht immer alles, ist ja klar, das ist ja auch ein bisschen immer viel, aber so viel wie möglich lese ich halt, und wenn ihr Wünsche habt, was ihr ganz gerne mal sehen möchtet, zeige ich das unter anderem auch, wo man das einstellt, die
Die Musik, das stellt man hier ein, und zwar hier oben bei Optionen, dann Soundoptionen. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, wollte schon bei der 360. Folge zeigen. Zeige es jetzt aber jetzt erst. Und zwar hier Einlaufmusik und hier Tormusik. Hier könnt ihr das einstellen. Da habe ich einen eigenen Ordner für den FM-Kanal, wo alles drin steht. So, okay. Ansonsten kann ich mal im privaten Bereich gucken, wie viel Kohle ich mittlerweile habe, oder? Das ist auch mal ganz interessant. Schneller Morsen mache ich hier mal. Die Alte, die ist immer glücklich. Ich weiß gar nicht, warum die immer glücklich ist. Die ist doch gekauft. Oh Mann, Heiratsantrag, oder? Sie werden heute noch heiraten. Super, bin ich verheiratet. So schnell geht das. Ich habe auch einen Haufen Autos. Ich habe schon einen Haufen Autos. 500.000 Privatvermögen habe ich auch. Kann ich mir noch ein neues Haus kaufen, oder? Großes Wohnhaus. Da wohne ich gerade drin. Ich kann mir sowas hier kaufen. Haus im Grünen. Ah, ne, ich habe schon ein großes Wohnhaus. Ja, dann spare ich noch ein bisschen. Oder kaufe mir hier so Luxuszeug. Was habe ich denn da als letztes gekauft? Als letztes habe ich hier gekauft eine Bibliothek. Jetzt kriegt die Alte, weil sie jetzt mit mir geheiratet hat, kriegt die Alte eine Einbauküche. Dann kann die kochen den ganzen Tag. Eine Minigolfanlage baue ich mir. Einen Koi-Karpfenteich brauche ich auch. Ich brauche einen Tennisplatz. Eine Kartbahn ist das Letzte, was ich hier kaufen kann. Das warte ich noch, das brauche ich noch. Oh, hier kostet das Zeug ein bisschen mehr. Eine blaue Mauritius. Habe ich sowas nicht schon? Ne, eine Shop habe ich mir gekauft. Ich will aber keine blaue Mauritius. Ich will ein Speedboat, Alter. Ein Speedboat will ich. So. Mit Brecherie auf Tour. Alter, so. Okay, ne, haben wir das? Ich denke mal, es ist eigentlich soweit alles im Lot. Wir klicken noch mal ein bisschen durch, dass wir das nicht vergessen. Hier haben wir Manfred Haben, aber der muss ein bisschen Gas geben. Hier auch noch. Schulte ist hier noch. D-Jugend. Okay, alles klar. Der hat eine rote Karte. Ansonsten ist alles soweit ready, würde ich sagen. Kadernominierungen. Erste Mannschaft, ja, ich kann hier nicht mehr nominieren, ja, das ist nur die erste Mannschaft. Ich kann hier nicht nominieren für Europa League, leider. Naja, gut, ist auch halb so wild. Teamstatus, alles soweit in Ordnung. Zukünftige Wechsel sind auch soweit in Ordnung, okay. Baukosten noch 4 Millionen. Finanzen ist immer so ein ganz wichtiges Thema. Da haben wir eigentlich jetzt alles so genügend ausgegeben, dass wir jetzt aufbauen können und können noch ein bisschen Erspartes ranholen. Ich kann ja auch schon an die Börse gehen, ne? Guck mal, was kriege ich denn für Börsengang? Zwischen 23 und 28 Millionen. Will ich aber nicht. Ich will nicht an die Börse. So. Was wichtig wäre, sind aber nochmal die Verträge. Bei wem läuft es denn dies hier aus? Milchraum... Uisim Buisim Vertrag läuft dies Jahr aus. Vertrag verlängern. Sehr schön. Machen wir auch noch fix. Du wirst in der Regel spielen. Dann können wir den sein Gehalt mal langsam anpassen. Grundgehalt 900.000 will er. Guck mal Leute, 900.000 der Verrückte. Der Scherenschleifer. Maximal 3 Jahre, okay. Dann machen wir mal 700.000 raus. Auflaufen. Oh, was der einmal für Kohle haben will, der Uisim. Ich hätte verrückt. Torprämie kriegt er von mir, ja. Die kriegt er. 1500. Nicht-Abstiegsprämie fällt weg. Wir steigen nicht ab. Und internationale Vereinsspiele, da gibt es bei 10, gibt es dann 55.000. Abstieg. 50%. 20%. Ja, wir steigen ja nicht ab. Von daher Option für Verein, Option für Spieler. Die jährliche Erhöhung mache ich auch mal 1% rein. Okay, alles klar. Ja, der macht gerade mal, der kriegt übelst Kohle. 1,2 Mille wert, Uisim. Bei wem läuft nächstes Jahr der Vertrag aus? So, das sind eine ganze Menge, Jungs. Bitroff zum Beispiel, Chan verdient immer noch nur 270.000. Babacar Benguin 90.000, okay, das passt aber noch. Pogba verdient auch bloß 84.000, Leute. Oh.
Okay, alles klar. Kliche läuft aus, Schäfer, da müssen wir nochmal hinlegen dann wahrscheinlich. Am besten diese Saison noch gleich verpflichten oder für die... Weil sonst sind uns die Jungs hier bald weg, ne? Grad, Chan, Pogba und Schäfer. Alles klar, okay, komm, wir gehen jetzt Textmodus gegen Bremen. Bis gleich.